Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich beide hintenrum Arsch ablachen, zusammen einen trinken und sagen, hey, wir haben damit 1 Milliarde Umsatz gemacht. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Anlässlich zum Thema, Bro, was habe ich gesagt? Ja, Kampf Floyd Mayweather gegen McGregor. Du hast auf Floyd Mayweather getippt, ich habe auf McGregor getippt. Gestern war der Kampf, beziehungsweise heute Morgen, deutsche Zeit. Floyd Mayweather hat gewonnen durch Kampfabbruch in der 10. Runde. Ja, genau. Ich habe es ja angekündigt gehabt, ich blende es euch hier nochmal ein. Michi, was meinst du, wie geht's aus? Also meiner Meinung nach, ganz klar, jetzt mal unabhängig davon gesehen, wie man das Ganze werten sollte, warum der Kampf stattfindet, denke ich, dass Mayweather das Ding ganz klar gewinnen wird. Also für mich war es von vornherein klar, sage ich euch ganz ehrlich, McGregor hat sich zwar nicht schlecht geschlagen, aber es ist einfach Fakt. Floyd Mayweather macht das schon sein Leben lang, er ist Profi darin und McGregor ist ja nicht schlecht, aber es ist halt immer noch ein Unterschied zu MMA oder zu Kickboxen, wenn man nur boxt. Ich merke es ja selber im Training. Markus, wie fandest du den Fight? Also ich finde, die Fans und die Leute, die dafür bezahlt haben, haben das bekommen, was sie sehen wollten. Die Leute wollten einen Showkampf sehen. Ich habe das auch am Anfang im Videos gesagt, dass die Boxfans und so sich gar nicht so sehr auf den Fight freuen, sondern das so ein bisschen sogar als Farce abtun. Aber die Leute, die das sehen wollten, die ein paar tausend Euro für die Eintrittskarten bezahlt haben und fürs Pay-Per-View irgendwie $100, die haben den Fight bekommen. Die Fighter haben beide in ihren Möglichkeiten eine super Performance gezeigt. Laut den offiziellen Scorecards ging die erste Runde an Conor McGregor sogar, der ja sein Versprechen auch eingelöst hat, wirklich nach vorne dann marschiert ist. Mayweather ist erstmal richtig cool geblieben. Er kam dann zum Schluss, hat richtig Gas gegeben. Also ich habe so das Gefühl gehabt, dass ab der vierten, fünften Runde, ich will mich jetzt nicht täuschen, eigentlich richtig angefangen hat erst. Das ist aber auch seine Routine, das hat man ganz klar gesehen. Der ist gewohnt, längere Runden zu kämpfen oder längere 12-Runden-Kämpfe zu machen. McGregor kennt das natürlich nicht. Und also wie es Markus schon gesagt hat, die Leute, die wollten das, die haben es auch bekommen. Viele haben auch geschrieben, voll die Verarsche und es war ja eher ein Sparringskampf. Gut, ich sah es auch, ich habe es auch ein bisschen so gesehen, dass was ein Sparring war. Ich meine, McGregor hat sich da an ihn festgeklammert und dann von hinten und hier und da und ein bisschen lockerer geschlagen, ich weiß es nicht. Aber letztendlich haben die beide, finde ich, trotzdem gute Performances abgeliefert. Dass das kein Spektakel für Kampfsportfans an sich ist, das war eigentlich klar, das hat der Markus auch schon gesagt. Und deswegen von mir Respekt an beide. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich beide hintenrum Arsch ablachen, zusammen einen trinken und sagen, hey, wir haben damit 1 Milliarde Umsatz gemacht und sich freuen. Also besser kann man es eigentlich nicht machen. Blöd gesagt, es ist aber so. Es war ein Moneyfight, es ging ums Geld, es ging um Show, es ging leider nur sekundär um den Kampfsport. Ja, ein Thema, was noch heiß diskutiert wird, ist, ob dieser Kampfabbruch zu früh kam. Also es war ja dann in der 10. Runde, nach circa einer Minute. Floyd ist stark nach vorne marschiert und Conor dann dauernd hier am Clinchen und am Rücken holen. Und es war eigentlich kein richtiger Kampf mehr, kam zustande. Meinst du, das war zu früh, der Kampfabbruch? Ach, ich weiß nicht. Man hat auch schon gesehen, dass Conor irgendwie nicht mehr so richtig kann oder auch, keine Ahnung, keinen Bock mehr hatte. Das will ich jetzt nicht sagen, aber man hat halt schon gemerkt, dass er schon sehr in die Defensive gegangen ist und dass Mayweather da schon sehr dominiert. Kann man natürlich jetzt sehen, wie man möchte, ob es jetzt zu früh abgebrochen worden ist oder eben nicht. Letztendlich wäre der Kampf so oder so an Floyd Mayweather gegangen, ganz klar. Für mich ganz klar, Floyd Mayweather, ein super Abgang für seine Karriere. 50. Sieg, keine Niederlage. Mit 40 Jahren, muss man dazu sagen, Riesenleistung. McGregor hat nicht viel verloren. Es ist sein, ich glaube, erster Pro-Fight im Boxen gewesen. Hat da verloren. Ja, mein Gott, der ist UFC-Kämpfer. Das wäre das Gleiche, wie wenn Mayweather UFC kämpfen würde, verlieren würde. Wäre auch scheißegal. Wisst ihr, was ich meine? Also von dem her, beide haben es richtig gemacht, wenn es darum geht. Das sind natürlich auch Geschäftsmänner und nicht nur Sportsleute. Das muss man ganz klar sehen. Ja? Die schauen natürlich auch aufs Geschäft, aufs Business und nicht nur auf den Sport. Das ist halt leider heutzutage immer mehr so. Und wenn man richtige Kämpfe anschauen will, es gibt ja sehr, sehr viele Boxer, die richtig, richtig stark sind. So wie dein Favorite. Vasyl Lomachenko. Genau, finde ich auch einer der besten Boxer überhaupt. Und wenn ihr da richtig hochklassige Boxkämpfe sehen wollt, dann schaut euch das an. War von Anfang an klar, dass da
ja, dass das nicht so mega krass wird. So, das war's eigentlich von uns zu diesem Statement. Wir könnten jetzt auch anfangen zu analysieren, jede Runde hier und da. Ich sage euch ehrlich, ich bin gerade in der Wettkampfvorbereitung. Ich habe darauf erstens keinen Bock. Zweitens, ihr habt den Kampf selber gesehen. Ihr könnt es euch im Nachhinein anschauen. Und, Moment, da hatte ich noch was. Hier, wenn ihr mal einen richtigen Kampf sehen wollt, da, 9.9. Stekus Fight Night, 22.15 Uhr, live in Sat.1. Meine Titelverteidigung gegen King Kass, einer meiner stärksten Gegner, wird sehr interessant. Mal schauen, wie es endet. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg, beziehungsweise ich poche darauf, meine Krone zu behalten. Er nennt sich ja King Kass, will mir meine Krone nehmen, aber das wird nicht funktionieren. Leute, 9.9. schaltet ein. Wir werden wahrscheinlich ein hinter den Kulissen Video machen, kein Vlog. Haben wir jetzt schon zu oft rausgehauen. Und seid gespannt. Das war Markus und Michael Smolik, Facebook, Instagram unten verlinkt, Snapchat auch. Haut rein.